Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Die Inquisition ist gerade dabei, weiter nach vorne zu gehen und rauszufinden, was da unten ist. Es ist zu verdächtig. Ah, so ein Snugglefuff oder... Nee, ein Nook. Genau, so heißen die Dinger. Das Reißen, bau ab. Und noch mehr Elfenwurz. Und noch mehr Eisen. Ein Drache. Es geht in die Weltkarte. Also bedeutet, hier geht's nicht weiter. Ein fucking Drache. Okay, und der ist Level 12. Wir sind gerade mal Level 5. So. Warum mache ich das? Wir haben ja ein Pferd. In der letzten Folge habe ich gefragt, wie wir das Pferde... Kommst du? Das Pferdelein nennen wollen. So. Jetzt reiten wir mit dem ein bisschen durch die Gegend und erleben... erleben Sachen. Dragonitstein? Gut. Wenn ich da runterfalle, dann bin ich tot, oder? Noch mehr. Hier ist alles voll mit Dragonitstein. Warum sehen wir das erst jetzt? Sogar das Lager der Banditen ist voll. Erstens, warum haben sie es nicht abgebaut? Zweitens, warum haben wir es vorher nicht gesehen? Oder hatten sie es gar abgebaut und es ist nachgewachsen? Was eigentlich bescheuert ist. Erz wächst nicht nach, Pflanzen schon. Aber ja, es wäre blöd, wenn auf einmal nichts mehr wachsen würde. Gut, Überarium. Und dann will ich testen, was passiert, wenn wir da vorne bei Weltkarte draufklicken. Landen wir, ist es weg oder wie ist das? Dragonitstein. Und da vorne ist ein verdammter Drache. Noch mehr Dragonitstein. Gut, wir bleiben da. Wenigstens ist es einfach. Also, einfach gekennzeichnet. Gut, wie sieht's hier aus? Okay. Dann wollen wir eigentlich darüber gehen. Pferd, Plötze. Ich will sie nicht Plötze nennen, weil das, ja, Geralds Pferd ist. Die Frage ist, wie nennen wir unser Pferd? Ja, haben wir geplündert, wollte gerade sein. Da waren wir auch schon. Da ist auch Dragonitstein. Also, ja, da wir bis jetzt nur Eisen hatten, ist es ja nicht verwunderlich, dass wir jetzt alles Mögliche mitnehmen. Aber, verdammt, das hier gerade ein extrem großer Vorkommen. Okay, es sind zwei. So groß auch wieder nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Groß genug. Dragonitstein erhalten. Ja, und mein Pferd ist immer wieder im Weg. So, nur eins erhalten? Oh. Okay.
Verdammt. Überall Dragonitenstein. Straße nach Radcliffe. Schauen wir mal. Scherben des Hinterlandes. Blutsbrüder. Ein Templer hatte eine Nachricht für seinen abtrünnigen Bruder hinterlassen. Und da ist das der Rest. Nein, das ist nicht der Rest von vorhin. Schutz der Felder. Warum waren wir da noch nicht? Ah, weil es zu nah hieran war. Okay. Gut, schauen wir uns ein bisschen. Ah, da ist sie ja auch schon. Ich glaube, ich sollte neues Gebiet zu Fuß erkunden. Ah, und hier ist wieder Eisen. Gut, gehen wir eher sagen, dass wir alles erledigt haben. Beeindruckend, wie ihr mit den Banditen fertig geworden seid. Corporal Vale wird die guten Neuigkeiten sicherlich hören wollen. Ja, das ist so Inquisition. Könnte schon sein. So. Ja, dieses Gebiet laufen wir zuerst zu Fuß ab. Was ist das? Denn sonst könnten wir ja noch Sachen verpassen. Das will ich eigentlich nicht. Straße nach Radcliffe. Blutsbrüder. Radcliffe ist da oben. Novorarium, ja, aber später. Wenn wir Level 12 sind oder höher. Gut. Dann haben wir hier einen Riss. Level 5, okay. Ist in Ordnung. So. Kommt her, ihr Bastarde. So. Verspotte. Varric, brauchst du Hilfe? Wer geht auf mich? Gut, dann. Zur Hölle mit dir. Komm, schrei, schrei des Todes und Schlag des Todes. Na komm. Gott, bist du endlich auch tot? Ja, das ist der letzte. Wo ist der Rest? Da oben. Oder? Ja. Okay. Draufklicken und sammeln. Stufe 6. Also, das ist schon mal gut. Dann können wir hier die Sachen. Sassen-Essenz. Schatten-Essenz. Ah. Und noch mehr Macht erlangt. Okay, wir schauen uns das gleich an. Noch mehr Schattenessenz. Schurke Schlafpulver, okay. Und hier gibt es eine Hütte. Gut, mal sehen, ob irgendjemand drin lebt. Oder ob irgendetwas hier hinter versteckt ist. Und da drüben hört man schon wieder die Kampfgeschreie der Leute. Hier wohnt niemand mehr. Dank den tollen Templer und Magier, also ihre Streitigkeit, ist alles verlassen. Ein Brief in einem verlassenen Haus. Der Stein ruft mich in meinen Träumen. Wenn ich ihn mit Hämmer und Meißel forme, formt er mich wieder.
Was? Mein Fleisch wird verdreht von Klauen und Zähne zerrissen. Das Licht am Himmel macht den Steinen viel lauter. Die Höhle in den Hügeln hat guten, starken Stahl. Ich kann ihn zu etwas formen, das stark genug ist, mich zu beschützen, wo ich mich beeile. Jenten, falls ihr die Träume habt, sprecht mit dem Templern. Der Krieg ist ohne Bedeutung. Sie haben die Aufgabe zu helfen, wenn etwas zu furchterregend ist, um es allein zu bewältigen. Und der einzige Grund, warum sie euch als Kind nicht gefunden haben, besteht darin, dass eure Eltern euch versteckt haben. Falls die Bildhauerei euch hilft, habt ihr hier eine Karte zu einer alten Höhle, über die ich vor einigen Jahren gestolpert bin. Ich glaube, der Stein dort wird euch gefallen. Okay. Gut, immer wieder Neues lernen wir. Und immer wieder hören wir die Stimmen der schreienden Meute da vorne. Gut. Hm? Ah, ich dachte, das wäre irgendetwas Großes, aber es ist nur eine Windmühle. Okay, wir können die Leiter hochklettern. Wir können uns aber hier umschauen. Hm. Das scheint hier ganz schön versteckt zu sein. Also muss es irgendetwas beinhalten, oder? Ah, wie in der Kiste zum Beispiel. Und in der Kiste ist Gold, Amethyst und eine Mabari-Statue aus Holz und die spawnen einfach da. Gut, und es ist erstaunlich. Gibt. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Fehlalarm, ich wollte nur draufklicken, um es zu sehen, was genau das ist. Das ist eine Krähe. Mit irgendetwas Rotes am Hinterkopf, aber okay. Gut, während wir hochklettern, wollte ich sagen, aber wir klettern ja nicht weiter hoch. Können wir hier weitermachen? Blutsbrüder. Ich hoffe, ich kann... Oh, Mosaik. Nur noch 7 Teile. Und Leute, alle wieder runter. Das hätte ich denen auch gleich sagen können. Da vorne, wir speichern, nur um sicher zu gehen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Nein. Ach, kommt schon, Sucherin. Ich versuche doch nur nett zu sein. Versucht lieber den Mund zu halten. Wolltet nicht ihr mit mir reden? Gott bewahre. Gut, und wieder Streitigkeiten. Okay, gehackter Bogen. Ein Punkt. 2 Hände. Ich könnte da mal wieder etwas investieren, aber ich bin gerade hier so schön im Vorreitermodus. Herausforderung. Oh ja, wir haben ja etwas, das das verstärkt oder verlängert. Dein mächtiger Schrei halt über die Schlachtfelder. Verbessert dein Block. 10%. Kann aber öfters genutzt werden als das. Nicht viel öfter, aber öfter. Und es dauert auch ein bisschen länger. Viele, also pro Sekunde. Und du kannst so viele Gegner herausfordern, wie du möchtest, ohne... Dann hätten wir Vertrauen in Stahl. Mehr Rüstung, Schadensbonus. Deine Gruppe fügt verhöhnten Ziele höhere Schaden zu, da deine Worte an den Nerven. Okay, das könnten wir machen. Mehr Schaden.
Wir könnten dabei Rüstungsbonus verstärken oder Wirkungsbereich. Wir könnten aber auch lodernder Zorn. Je mehr Gegner in deiner Nähe sind, desto härter und erbitterter kämpfst du. Maximal kumulierbar, 5x Schadensreduktion pro Gegner. Zusätzlicher Schadensbonus pro getroffener Gegner. Oh, das könnte cool sein. Schadensbonus. Schadensübertragung. Du steckst Treffer ein, die gegen Verbündete gerichtet waren und erleidest einen Teil des Schadens. Das ist schützend. Okay. Unerforschte Kraft. Schaltest du einen Gegner aus, während lodernder Zorn aktiv ist, wird die Wirkungsdauer der Fähigkeit zurückgesetzt. Die Wirkungsbereich 5 Meter. Wirkungsdauer ist also 15 Sekunden. Also in der Zeit jemand töten, bleibt nochmal 15 Sekunden. Huh. Oder wenn du Lohn einsetzt, gewinnst du für jeden nahen Gegner Block hinzu. Ah, verdammt. Oder soll ich es zum Beispiel Schlachtmeister? Zwei Hände wäre aber auch super. Zum Beispiel hier. Mächtiger Schleif verbraucht weniger Ausdauer und verursacht größeren Schaden gegen Ziele, die bereits zu Boden geworfen wurden. Aha. Und Gegner, die durch mächtiger Schleif zu Boden geworfen werden, brauchen länger, um wieder. Wirbelsturm. Wiederherstellte Ausdauer. Treffst du mehrere Gegner mit deinem einzigen Schlag deiner Waffe, wird. Mann. Bonusschaden gegen Blocken. Ich mache also gegen Blocke 100% mehr Schaden. Kampfrhythmus verkürzt die Regenerationszeit. Konterhaltung. Schwer zu sagen, du wirbelst mit der ausgestreckten Waffe herum und machst dir durch sämtliche Gegner, die dein. Und mäst, tut mir leid, durch sämtliche Gegner, die deinen Weg kreuzen. Regenerationsdauer, Waffenschaden, Kosten. Wuchtauslösefähigkeit setzt sie gegen außen, gefecht gesetzte Gegner ein, um einen Kombo auszuführen. Okay, und was ist der Vorteil? Nahe Gegner werden durch Wirbelsturmangriffe zu dir gezogen. Okay, und Schaden pro Drehung. Wirbelsturm wird umso heftiger, je länger du die Fähigkeit aufrechterhältst. Oh, verdammt. Das sind so coole Sachen dabei. Wenn es zu Boden ist. Ja, machen wir es so. Gut, und speichern. Ja, falsche Taste, sorry. Wir sollten diesen Ort durchsuchen. Ja. Zu den Waffen! Gut. Was war das? Nimmer Wiedersehen! Okay, da ist er. Okay, das hätten wir auch wieder. Mal sehen, was wir. Was ist das? Gold und ein Brief. Brief gefunden bei einem toten Templer? Templer Koran, angesichts der aktuellen Feindseligkeiten halte ich unsere Vereinbarung nicht länger für lohnenswert. Ihr könnt mir keine Bezahlung zukommen lassen und ich kann euch die Ware nicht liefern. Hoffentlich können wir euch Ende dieser unglückseligen Lage unser Geschäft wieder aufnehmen. Tanner. Ah ja. Der liebenswerte Schurke Tanner. Okay, ich gebe zu, ich habe im Moment keine Ahnung, wer Tanner sein soll.
Ein Templer, würde ich sagen. Ja, ein... Oh. Der Templer, ah. Gut. Komm, lass mich mal versuchen. Erfordert Schurke. Ah. Also gut, Varric. So, lass mal sehen. Ah, und was haben wir hier? Die Getränke von Tedas. Ein starker Likör, der weniger serviert als vielmehr aufgetischt wird. Er ist derbe, unfein und entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ob man die Herausforderung des Schnapsbrenners annimmt oder vor ihr zurückschreckt, bleibt jedem selbst überlassen. Gut, okay, dann plündern wir mal starkes Schild. Das ist sonst nicht viel. Das war's? Und die goldene Statue hier können wir nicht nehmen? Na, verdammt. Von mir aus. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Hier drüben haben wir Drachen und nachher ist ein rotes Lyrium. Dann gehen wir einfach hier weiter zur Mühle und schauen uns da was ist das? Ah, nur ein bisschen Dreck. Also nur die Pflanze, also nichts von Bedeutung. Was sind das für Geschreie? Ist das die Windmühle? Mann, oh Mann, die können ein bisschen leiser sein, von mir aus. Okay, ich bin nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, schauen wir uns hier die Gegend genau an. Aber am besten nicht runterfallen. Das sieht ein bisschen schlimm aus. Aber gut. Ich dachte, zur Windmühle könnten wir rein. Aber halt eben nicht. Elfenwurz, gut. Und wir müssen mal wieder zur Inquisition zurückkehren wegen... Ja, irgendwann müssen wir mal hin. Und wir müssen ja unsere Tränke und so verbessern und vielleicht neue Waffen und Rüstungen machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Folge machen soll, also die neuen Waffen, oder sozusagen zwischen den Folgen. Das könnt ihr entscheiden. Ich werde es einfach mal zwischen den Folgen machen. Und wenn es euch stört, ab in die Kommentare und dann... Dann sehen wir weiter, okay? Okay, wo... Wir sind bald bei Radcliffe. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte zuerst eigentlich alles andere machen. Zum Beispiel hier rüber gehen und hier rüber gehen. Das Dorf Radcliffe müsste direkt dort vorne sein. Und soviel ich weiß, war es eine Stadt. Soldat. Mit dem will ich aber noch nicht reden. Ah. Oh, und leichte Abenteuer, Rüstung, Magier, Mensch. Oho. Das kann jetzt spaßig werden. Ah, und noch eine weitere Truhe. Fertiger Jäger aus Stufe 9. Moment. Wo sind wir hier reingeraten? Wenn wir Sachen für Stufe 9 finden, bedeutet das dann nicht, dass wir in einem Stufe 9 Gebiet rumhängen?
Andererseits haben wir vorhin in einem Stufe 4 Gebiet auch Sachen für einen Level 9 8 Krieger gefunden. Ich glaube, das sagt nicht viel aus. Aber gut. Jedoch will ich nachts auslassen, deshalb untersuche ich alles genauestens. Wie zum Beispiel diese Höhle da. Okay, und die Kampfschreie kommen wieder. So, ich sammle auch alles auf, weil für Verstärkungen und neue Tränke brauchen wir dieses Zeug. Hexenwald. Abtrünnige jagen. Gut. Wenn man hier zum Hexenwald kommt, gehen wir zuerst den anderen Weg. Straße nach Redcliffe. Gut. Da, davor da ist das, was ich vorhin gesehen habe, dieses Zeichen. Waren wir eigentlich schon hier unten? Ich glaube, wir waren noch nicht so weit, oder? Nein. Denn sonst wäre hier alles leer. Wir sind wie ein Rasenmäher. Wo wir hinkommen, bleibt kein Gras mehr. Ja, keine Ahnung. So, fast 50 Gold. Gut. Festung der abtrünnigen Magier. Sie wollten nicht, dass wir träumen, weil sie wussten, dass wir von der Wahrheit träumen. Von Macht und von der Schwäche der Welt. Wir können sie zerstören und neu formen. Wir sind die Auserwählten. Wir haben die Macht, die Welt zu verändern und den Willen, das auch zu tun. Wir haben die Zirkel erobert. Wir haben die Templer niederringen. Wir werden die Templer niederringen. Kommt mit uns in den Hexenwald. Niemand, der die Macht des Nichts nutzen kann, wird abgewiesen. Ein Brief ohne Unterschrift, die Kanten des Papiers ist zum Teil verbrannt. Ja. Wie immer lobenswert. Gut, wir waren vorhin da drüben, oder? Ja. Ach so, nur eine Pflanze. So, ja. Da oben waren wir. Gut. Ich will jeden einzelnen Winkel dieses Landes kennen. Dieses Land, also jeden Winkel auch nur gesehen haben. Oh. Ist das ein Magier? Ein Templer. Und sorry, falsche Taste, ganz ruhig. Und jetzt sieht man hier das Ausmaß des Wahnsinns. Und beide Seiten haben Schuld. Gut, wir gehen zuerst abwärts. Also auf der Karte abwärts. Wir hören Geschrei, aber sehen niemand. Überall nur Eis. Würde sein, da ist kein Lyrium. Das wäre sonst witzig. Okay, da haben wir gleich was. Aber wir wollen zuerst dahin. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Da oben sind ja noch ein paar.
Okay, der ist tot. Verdammt. Diese Magie kriegt er. Einer weniger. Sie haben doch, normalerweise haben wir doch. Bereit machen. So. Ja, bitte schön. Friss. Formieren. Okay. Erst einmal das ist gut. Wir haben sie besiegt. Wir haben sie davon gejagt. Aber dass Cassandra und Varric gestorben sind, das ist erschütternd. Okay, und jetzt weiß er, wo wir sind. So, und jetzt zurück. Gut, alle besiegt. Aber auch hier würde ich sagen. Oh, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.